Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. In diesen Tagen hatte unser überaus fähiger, fachkundiger und kompetenter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wieder mal einer seiner großen und auch gefürchteten Auftritte vor der Deutschen Bundespressekonferenz. Dort ließ er sich nicht nehmen, über seine großartigen Leistungen als Bundeswirtschaftsminister zu schwadronieren, und er tat es mit Hilfe einer Schautafel, die er fernsehgerecht in die Höhe hielt, damit es auch jeder der Kollegen und auch Kolleginnen sehen konnte. Das Hochhalten von Schautafeln kann der smarte Robert inzwischen schon recht gut. Spötter und argböse Zungen behaupten inzwischen schon, dass dies das einzige ist, was unser Bundesminister gut kann. Nun ja, der Kollege Minister teilte der deutschen Öffentlichkeit mit, dass dank seiner übermenschlichen Anstrengungen und Leistungen der CO2-Ausstoß in Deutschland um eine bestimmte gravierende Menge gesunken sei. Und wenn dies in diesem Umfang so weitergehen würde, dann wäre Deutschland im Jahre 2030 klimaneutral. Nun ja, dachte ich mir, wenn diese grün-liberalen, roten Herrschaften so weitermachen, dann wird es im Jahre 2030 in Deutschland keine Industrie mehr geben, die noch irgendwas ausstößen würde. Die Antwort kam postwendend und sie kam aus der bayerischen Landeshauptstadt in München, wo eines der führenden deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Institute zu Hause ist. Und deren Chef ließ es sich nehmen, dem guten Herrn Habeck Parole zu bieten, und das klang ungefähr so. Es ist richtig, so seine Aussage, dass der CO2-Ausstoß in der ausgewiesenen Menge zurückgegangen sei, aber das ist schlicht und einfach dadurch zu erklären, weil im entsprechenden Zeitraum auch die Industrie- und Wirtschaftsleistung genau um mit diesem Faktor, mit diesem Parameter zurückgegangen sei. Also, man ruiniert die deutsche Wirtschaft, man ruiniert die deutsche Industrie, natürlich geht alles runter, und dann stellt man sich und sagt, ja, wir haben unsere Klimaziele erreicht. Ja, seitdem ist es um den smarten Robert etwas ruhiger geworden. Jedenfalls hat er bis zur Stunde keine Schautafeln mehr in die Höhe gehalten. Ach ja, und mit seiner Karriere als Autor von Kinderbüchern scheint es irgendwie auch nicht so geklappt zu haben. Denn so wie die jüngsten Meldungen im Netz kursieren, habe nicht er, sondern seine Ehefrau diese Bücher geschrieben und verfasst. Und er soll lediglich der Co-Autor oder Namensgeber gewesen sein. Nun, nichts Genaues weiß man nicht, aber wir können gespannt sein, dass noch das eine oder andere kommt. Nun ja, über uns lacht sowieso schon die halbe Welt, da kommt es auf diese Meldungen auch nicht mehr drauf an. Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras. Das Gras ist ein Stück gewachsen, frisst das Schaf und sagt, das war's. Na denn, ich wünsche einen schönen Tag, einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.